Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die nächste Stufe von Mulch hergestellt und in dieser Folge müssen wir uns mal darauf beschäftigen, dass das natürlich auch alles besser funktioniert. Aktuell scheint der Zwischen noch ganz gut zu machen. Ich habe jetzt den hier hingestellt, der jetzt Packed Ice gerade ein bisschen produziert. Es gibt ja dieses automatische Wassergenerierungssystem hier. Hier, Infinite Water. Der eine macht hier 640 die Sekunde. Der war ja relativ einfach mit Zinn. Danach brauchst du viele von denen und ein Bronze-Ingot. Danach 8 von denen und ein Gold-Ingot. Rein theoretisch ja gar nicht so schwer, oder? Wir schauen mal, haben wir alles dafür da? Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir Buckets kriegen. Buckets. Dann tun wir mal alles, was wir gerade nicht brauchen, weg. Ein bisschen Platz für das Zeug zu machen. Gut. Ich brauche Water. Und zwar ganz, ganz viel Water. Und der einzige Wasserzugang, den ich gerade habe. Muss ich die jetzt einzeln nehmen oder was? So. Zack. Jetzt haben wir das Ganze mal auf. Dann machen wir das hier fertig. Ach, come on. Zack. Nochmal Wasser und nein, kein Brot. So, nochmal Wasser und nochmal Wasser. So, perfekt. Jetzt sind wir ausgestattet. Schauen wir, dass wir von denen so viel wie möglich machen können. Viel von denen, das ist natürlich jetzt der Nachteil am Ende, aber wenn ich alle hab, das war schlau, dann könnte ich halt mehrere machen, ne? So. 4 sind schon mal. 5. Sind die 6. Sieben. Acht. Fürs Erste sollte das ja reichen. Und mit den 8 Infinity-Dingern da sollte es möglich sein, jetzt muss ich eine Bronze herstellen können. Wie kriege ich Bronze hin? Zinn und Kupfer. Zinn. Ich habe ein Ting-Ingot und Copper. Dann alles mal in den Pulverizer, damit wir auch ja schön hier machen können. Nice Energized Smelter Manufacturer. Dich brauchen wir hier. Zack.
Einmal so. Und wenn wir jetzt gucken, haben wir 4 Bronze. Dann schicken wir den hier mal durch. Bei sowas müsste man halt oben zum Beispiel eine Kiste machen mit einem Hopper und an die Kiste von jeder Seite Interfaces. Dann hast du genug Platz für alles. Used to make cobblestone and obsidian. Place water next to it to make obsidian. Place water 1-2 blocks away to make cobblestone. Fastest growth. Works in normal farm. Checks up to 10 blocks up or down. Can be used as a water source. Mhm. So, ab zurück zum System. So. Jetzt haben wir eine Macht 80 in der Minute. Was natürlich im Wesentlichen einfacher ist zum Handeln. Jetzt ist die Frage, wo zur Hölle ist denn die Wasser? Versorgung von damals hin. Also hier saugt er Wasser ab. Wasser sage ich. Hier saugt er Lava ab. Wo saugt er jetzt das Wasser ab? Es muss ja ein Verbindungskabel hingeben. Es muss ja ein Verbindungskabel dahin geben. Die Kabel gehen nach da hinten, nach da vorne. Und dann... Bin ich blöd? Wo zur Hölle ist denn hier die Wasseranbindung? Hä? Wo habe ich die Wasseranbindung hin? Kann mir das mal jemand erklären? War mir irgendwie sicher, es wäre hier in der Nähe gewesen. Aber irgendwie nicht. Irgendwie fehlt jede Spur von der Wasserverbindung. Was ist denn das schon hier und was macht der in meinem Gebiet hier? Was mit meinem Leben los? Huchala. Ich sollte mal darauf achten, ne? So. Ich platziere jetzt einfach hier den Water Exporter hin. Noch hin den Water Importer. Dann sollte das hoffentlich funktionieren. Import. Fluid Import. Was fehlt jetzt schon wieder? Sticky Piston. Absolut kein Problem. So. Sollte die Wasserrate um einiges höher sein. Eigentlich. Ich glaube, dass die Rate jetzt höher ist. Ich
brauche was zu essen. Das ist jetzt halt die nächste Stufe. Sonst verhungert mein Charakter noch hier. Das wäre ja richtig mies. Das wäre nicht so schön. Ich hätte hier Korn. Habe ich Beef? Ich habe 38 Beef. Die braten wir nochmal einen großen Smelter durch und dann wird das schon alles passen. So, schauen wir mal. Zack, haben wir schon mal wieder 6 leckere Steaks. So. Noch mehr leckere Steaks. So, okay. Das ist lecker. Gut, das letzte Problem war, dass ich natürlich die ganzen grünen gelben Pflanzen brauche, ne? Wie mache ich... Kann ich mir den Pflänzchen kaufen? Blümchen? Geht das rein theoretisch? Genau, hier. Gegen ein Emerald. Ja, Emerald. Emeralds habe ich massenweise. Emerald. Was ist denn hier? Zack und zack. Und sollte für die erste Zeit auf jeden Fall mal das Problem gelöst sein. Dass wir zu wenig gelbe Farbe haben. So. Unlock blocked villager trades with eggs or curse zombie villager. Jetzt will ich erstmal gucken, Mulch. Wenn wir den haben, dann haben wir den Ruby gemacht und jetzt wird der Red Mouth dran. Und der braucht das hier. Bedeutet, wir brauchen PCR wieder. Bei dem PCR. Zu Enrichment Chambers. Deswegen wollten wir auch in Gase setzen, ne? Deswegen waren Gase dran. So, dann. Unter Craftable. 10 davon. Starten. Dann sollte ich gleich von denen einige haben. Hoffentlich halt, ne? Oder wenn ich jetzt hier hingebe, dann muss ich wieder auf Gas. Erst, dann halt die 16k, die ich brauche als nächstes. Wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir die auf jeden Fall produziert kriegen. Wie, der hängt noch drin. Der muss noch die Prozessoren bauen, was? Jetzt bin ich gerade irgendwie erstaunt. Jetzt craftet er die. Als ob die gefehlt haben. Lol. Vorteil ist, wenn wir die haben, dann können wir die hier bauen. Und dann gibt es natürlich die 265er noch rein, theoretisch. Und die 1600er, 400.000er. Und dementsprechend können wir sie dann in eine Hülle packen, aber... Wollen wir es direkt ausreizen? Ich bin echt dafür, ne?
Wird natürlich ein dezent größerer Aufwand. Ah, hier ist er. Ja. Man sollte laufen können, ne? Dann wäre alles gut. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Der Crafting-Prozess ist fertig, okay. Tut mir leid, musst du gleich nochmal craften. Aber wir craften nur 4. Als ob schon wieder welche fehlen. Das ist echt uncool. Emeralds. Emerald Pork kann nur so hergestellt werden. Okay. Fügen wir den einfach mal hier ins Random Zeug schnell ein, damit wir relativ flott nochmal 600, 700 Emeralds. Missing 1000. Da schießen die Emeralds hoch. Sieht das? Zack. So. Wo ist denn schon wieder? Schön. Gott, ist der schwer zu kriegen. So, okay, dann können wir die mal in Dendeldindios umwandeln. Damit wir mit dem was machen können. Dann beschäftige ich mich bis nächstes Mal, wie wir damit eine dauerhafte Produktion von Gelb herkriegen. Weil mehr Gelb wäre schon praktisch. Das wäre echt praktisch. Wo ist die gelbe Pflanze jetzt hin? Ja, mit irgendwas mit 300 würde wahrscheinlich hier dann. Gut. Was dann? Wo ist das Gaszeug zum Craften? Da. 4 Stück. Craften. 3, einen hat er schon. Kann ich jetzt mit Gas hier das machen? Und 16 auf 46. Jawohl. Die nächste Prozessorrecheneinheit. Das interessiert mich jetzt. Kann ich jetzt rein theoretisch direkt noch eine weitere machen? Also die nächstgrößere. Sagen wir von hier auf die 256er. Nice, das geht. Und jetzt ist von der 256 auf die 1000er, geht das auch? Nee, weil er das noch Rezept noch nicht kennt. Okay. Also er muss das Rezept kennen, damit er sozusagen das machen kann. Aber das funktioniert. Ich
Schon mal gut zu wissen. Wenn es dann funktioniert, würde ich eine der größten gleich mal bauen. Und schauen, wie heftig sich das auswirkt. Von was es für Materialien braucht. So ein 4000er ist natürlich schon was Heftiges. So. Okay. Hier unten müsste sie jetzt irgendwo sein. Hier. Eine. Ich brauche allein drei. Über 4000 Farbe brauche ich. Ich brauche über... Never kurz über 800. Alles andere hätte ich sogar. Holy shit. Okay, ich muss echt das mit der Pflanze lösen. Was ist... Kann ich mir nochmal einen Emerald-Block oder sowas machen? Emerald... Nochmal ein kleines Emerald. 10, 20 oder sowas wären ja möglich, oder? Müssten die dann gleich aufpoppen eigentlich hier. Zack. Ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt hier rumfuchtel. So, okay. Trag mich mal nach oben. Ja, ich habe was vergessen. Forgotten something. So, okay. Ich brauche Bone Meal. Bone Meal. Let's see. Na, passiert nichts. Schade. Wieder so einer. Wo leuchte ich denn zur Hölle nicht aus? Und was ist hier passiert? Hier ist eine komplette Verkabelung kaputt gegangen. War ich das? Das hier ist eindeutig explodiert. Das waren meine Beetroots, die hier explodiert sind. Hier fehlt ja auch das Kabel dazu noch. Hier ist was schief gelaufen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.